Weniger tun, mehr schaffen? Genau das verspricht Monotasking. Die Methode soll dabei helfen, konzentrierter und entspannter zu arbeiten. Monotasking ist im Grunde das Gegenteil von Multitasking. Statt ständig zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her zu springen, soll man sich immer nur auf eine einzige Sache konzentrieren. Selbst Wissenschaftler haben bestätigt, dass Multitasking nicht effizient ist. Doch wie setzt man Monotasking im Alltag um? Mit einer To-Do-Liste behält man seine wichtigsten Aufgaben im Blick. Damit die Liste aber nicht zu lang wird, muss man lernen, auch mal Nein zu neuen Sachen zu sagen. Wer sich für das konzentrierte Arbeiten Zeiten im Terminkalender blockiert, wird beim Monotasking seltener gestört. Am besten informiert man deshalb seine Kollegen und Kolleginnen darüber, dass man in dieser Zeit nicht zur Verfügung steht. Ablenkungen wie das Smartphone sollten ebenfalls vermieden werden. Wenn es außer Reichweite liegt, wird man nicht verführt, draufzuschauen. Wem Monotasking anfangs schwerfällt, kann mit kürzeren Blöcken starten und die Methode dann allmählich in den Alltag einfließen lassen.